Grüezi und willkommen mal wieder zu einer Folge. Ich dachte, ich mache mal eine Plündertour, damit es mal ein bisschen Abwechslung reingibt. Zumindest jetzt mal noch für den Rest vom heutigen Tag, bis das Baumaterial alles verhauen. Mit 180 Stahl komme ich nicht weit. Was ich jetzt gesehen habe, ich sollte unbedingt wieder mal viel Spitze machen. Ich gebe das jetzt mal in Auftrag. Ich das schnell ab, damit es durchläuft. Dann haben wir noch wieder volle Ladung Stahl einhauen. Und ich habe jetzt gerade gesehen, dass... Oh, Eisen wird knapp. Wir müssen wieder Eisen abbauen in der Nacht. Da. Dann haben wir noch schnell voll. Brennstoff hat es genug. Sehr schön. Dann ist der da beschäftigt, der eine. Der ist ebenso beschäftigt. Aber ich nehme das da schnell raus. Dann kann nämlich die Werkbank noch Betonblöcke herstellen. So. Damit ich dann am Folgetag wieder zu tun habe, was ich dann gemacht habe, ein Schimmlingsbrot. Wunderbar, es geht doch nicht über Schimmlingsbrot. So, es ist 6, ich sage gerade noch einen Airdrop. Soll ich den Airdrop holen? Komm, ich gehe zuerst mal den Airdrop holen. Dann sehen wir mal, wie toll Glück ich immer habe. Doch ich weiß gar nicht, was ich überhaupt noch. Ja, was könnte es eigentlich noch toppen so, von meiner Ausrüstung? Bin eigentlich wunschlos glücklich. Also am liebsten hätte ich ein bisschen Munition für die Raketenwerfer, weil da habe ich ja einiges verballert in der letzten Hordennacht. Und die sind auch ziemlich teuer zum Herstellen. Ja, ja, das ist mal typisch, dann will man grosse Plünder machen und dann macht man gleich wieder etwas anderes. Aber das ist typisch für 7 Days to Die, ah, da ist er schon. Ja! Das Häuschen habe ich schon geplündert. So, schau mal! Das ist jetzt verarschig. 3 Taschenlampen und ein Raketenwerferteil. Ja, okay. Also, ich habe nicht immer Glück. Passt schon. Gut, jetzt Plündertour. Dort hinten geht es weiter. Ja. Schön ist ja, dass es mit dem Töffel schnell geht. Das ist jetzt aber echt also ganz ein magerer Airdrop gewesen. Aber ich glaube, jetzt werde ich wirklich langsam so ein bisschen bestraft für all das Glück, das ich bis jetzt hatte. Nein. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht meine eigenen Spikes hier fahre. Hallo, hallo. Also, da bin ich jetzt gerade gewesen. Das haben wir 6:30, also ein bisschen lange noch. Da bin ich auch schon links, da ist das Loch off. Dann geht es wohl da weiter. Ich mache jetzt auf systematisch, bin in die Stadt am Abgraben. Es wäre da Licht. So, ich hole es gerade schneller. Da Stadt ist eine. Hallo. Schlaft noch. Schauen wir, dass das so bleibt. Zack. Was für ein königlicher Loot. Ah ja, nehmen wir hin. Metall. Nehmen wir natürlich mit. Zack. Kiste. Mit dem Klo. Ah ja. Das ist gut, es gibt Messing. Ja. Also, mit zu dem wir zerlegen, die brauchen wir eh nicht. Dann wäre es das da, glaube ich, schon gewesen. Machen wir noch gerne eine Runde ums Haus herum, wegen Vogelnestchen, da haben wir gerade eins. Und manchmal liegt noch ein bisschen Müll rundherum, ich finde Müll wieder unterschätzt. Ich habe dort also schon die besten Sachen drin gefunden. So, schauen wir mal auf die Karte. Ich glaube, das Häuschen hat den Eingang. Wo hat das den Eingang? Da, ja. Okay, machen wir noch schnell dort rein. Das lange Haus. Denke ich. Gehe mal völlig irregulär auf der Seite hier. Ich mache das gerne in dieses Loch. Ach, ich bin noch infiziert, merke ich gerade. Ich hätte mir so Pillen nehmen. Genau, also. Zu der Straße an, weil, wenn ich dann durchfahre oder durchrenne, dann sehe ich gerade, bin ich da schon mal drin oder nicht. Okay, bis jetzt nicht weltbewegend. Den können wir schreddern. So, schauen wir mal da. Grüezi. Ja, Pistole kann ich schon zerlegen.
Den lassen wir. Obwohl es kaum bauen wird. Dann haben wir da das Zimmerchen. Scheint nicht viel los zu sein. Der wird zerlegt. Hallo Zombies. Weg. Kein einziger Zombie der Hütte. Ja. Jetzt nichts weltbewegendes. Den haben wir gehabt, das haben wir gehabt. Noch ein bisschen Müll. Nix. Noch mehr Müll. Die Decken, das ist schon, jetzt ist schon wieder stumpf vergangen, wo ich, nur in der Zeit, als ich da ein bisschen ums Häuschen rumrenne. Keine Sonne, bin ich jetzt zum Plündern gekommen und habe noch eine Ressource fahren. Also, das ist schon. Also, das Haus hat es überhaupt nicht gebracht. Schnell einmal rundherum. Vielleicht hat sie da Müll etwas cooles. Ah, Messing, supi. Patronen, supi. Wie wird das Messing gemacht? Also ich bin wirklich ein absoluter Messing-Fanatiker. Weil man das ja nicht abbauen kann, bin ich da wirklich um jedes bisschen Messing froh, wie ich finde. Ja, okay. So. Nicht. Also, dann gehen wir doch da mal in das Häuschen rein. Fördert eindeutig Paranoidität. Gibt es das Wort? Paranoid. Also paranoid und dann. Ja, naja. Wählen wir das. So. Sonne weg mit dem Baum. Schauen wir mal da. Da ist zwar die Tür schon offen, aber ich bin ziemlich sicher, dass ich da noch nicht drin bin. Jetzt kommt mal ein Zombie den Weg rausgekämmert. Nein, dort hinten auch. Wieso ist das jetzt auch so leer? Oh, Missing, cool. Ja, da sind überall die Löcher auf. Mach mal zu. Ja gut, das ist das recht vergangene Zwiesli da. Es ist schon 8, ey, die Zeit, die läuft. Das macht einfach keinen Spass. Da kommt schon zu nichts, wirklich. Jetzt auch die Tür? Nein. Oh, so nehmen wir auf. Dann oberen Stock. Oh, da ist etwas. Grüezi. Ja, man sieht halt schon, je vergammelter das Haus ist, umso weniger gibt es jetzt so. Dann. Das wäre es ja schon gewesen. He? Also, gehen wir wieder raus. So, das Abendrot. Also, ein Häuschen machen wir noch. Bin ich noch nicht rundherum, gerannt. Ja, ich sage jetzt nicht, dass das Match entscheidend ist. Wenn schon, machen wir es richtig. Ja. Nix. Zack, zack, zack. Dann gehen wir das halb kaputte Haus da rein. Mal schauen, was da ist. Ich glaube, ich gehe zuerst mal in den Keller rein. Ja, da hängt schon was. Grüezi. Dort hinten hängt auch was. So, das ist schön, wenn sie noch am Schlafen sind und man geht in den Steckmodus. Und trifft seinen Kopf und sind es eigentlich die kleinen Zombies gerade auf dem ersten Schuss tot. Oh, da haut etwas weg. Heftig. Joe Cocker Zombie. Ring away, trouble, trouble. Ring away. Ach, ich hasse die. Die sind echt so schwer zu treffen. Okay, jetzt haben wir ihn. Hallo, du läufst falsch. Da sind wir. Okay. Da hat sicher noch etwas drin. Nein.
Das Kette, sag ich immer. Ich wachse mal schnell da auf das. Den Waffenschrank einzuhämmern, obwohl ich gehöre, irgendeinen Zombie randalieren. Jetzt ist schon wieder 9. Hey. Ach, das ist zu krass. Den kann ich schreddern, der ist glaube ich okay. Muss ich schnell ein bisschen aufräumen. Den lassen, schreddern. Brauche ich nicht. Wir mal schnell Kaninchenzeit. Naja, gut, also. Würde ich wahrscheinlich eh nie machen, aber tut ja nicht weh. So, jetzt muss ich doch ein vorwärts machen, damit ich da rechtzeitig zur Hütte raus bin. Da ist. Ja. Die Vitamine finde ich irgendwie auch ziemlich sinnlos, weil ich verstehe nicht so recht. Ich meine, der einzige Nutzen, was sie eigentlich haben, ist, dass sie vom Schiesser hält. Ich muss nachher noch mal schnell anschauen. Sonst gibt es ja anscheinend Wohlbefinden. Ja, ganz ruhig. Du wirst. Ah, es ist eine halbe Stunde, ist doch zum Kotzen. Ich weiß gar nicht, ob ich die Hütte noch arbeite. Da ist nichts. Machen wir kurz den Schrott. So, jetzt müssen wir schnell schauen. Das ist ein Platzproblem. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. 20 Minuten, um noch schnell das Dach aufräumen. Ich hoffe, das lange. Da ist schon einer. Hoi. Ui, yep. Der mit dem Zombie tanzt. So, heißen Mäckel und gut ist, ein Bier beim Biken macht ja so wenig Sinn. Das ist gut. So, was haben wir noch? Die Tasche. Nicht. Der Zeit haben. So, dann machen wir eine Abkürzung. Dum, 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 dum. Und weil es ja bereits schon in der Nacht ist, fahren wir halt heim. Ja, haben wir doch gerade noch geschafft. Super. So, Luken dicht. Gut, dann muss ich da mal schnell das Zeug versorgen. Also die ist wirklich nur gegen den Schiesser, aber da kann ich einfach den Goldruten Tee nehmen. Ja. So, dann könnt ihr mal mein wunderschönes, super tolles Anlagesystem bewundern. Ah, das ist fast durch. Ja. Also, Messing. Teile, die schmilzen immer ein, das gibt immer ein bisschen mehr. Das Eisen gibt es auch wieder gut, kann ich bald wieder mal eine Spitze machen. Was mache ich mit all den Taschenlampen, die kann ich gerade verschrotten. Dann Schrottflinte kann ich glaube noch nicht auseinandernehmen, nein. Also müssen wir das einlagern. Magnum-Teile ich da an. So, das auch noch einschmelzen. Ei. Und Federn. Farbe kann man eigentlich auch ganz lustige Sachen daraus machen. Nein, das ist egal. Wir können Düfte rein, aber das sollte man. Ah, genau, Antibiotika muss ich noch nehmen. Also der läuft und das mal schnell wegmachen. Der ist auch noch frisch fröhlich beschäftigt. Ich denke, dann kann ich euch mal noch meine Mine zeigen. Da brauche ich sicher eine Schaufel. Der ist fertig. Kann ich einfach noch mehr in Auftrag geben. Ich mache jetzt so noch Beton-Element-Upgrade, habe ich im Moment gerade nichts.
Weil ich halt den Innenhof noch will. Ausbau, gut, das können wir eigentlich auch danach machen. Der ist durch. Dann schmeißen wir das Eisen rein und dann gehen wir mal mit Minen runter. Die haben wir glaube ich auch noch nie gesehen. Aha, da habe ich auch schon etwas gebaut. Oh stimmt, das müsste ich auch noch fertig bauen. So. Also ich glaube Eisen bräuchte ich wieder mal. Und Eisen gibt es glaube ich so ein bisschen alle Richtungen. Also ich gehe da noch bis ganz ab und dann habe ich noch in alle Richtungen habe ich da noch Schacht gebaut. Ja, ich glaube, Eisen habe ich überall gehabt. Da nicht, was glaube ich relativ schnell mal. Ja, da fängt es an. Also ihr seht, ich habe da schon relativ umfangreich gebuddelt. Da hinten ist irgendwie noch. Ja, komm, ich mache doch da hinten mal weiter. Ah, ich glaube, da habe ich schon so einen richtig gehenden Kreis. Das geht wahrscheinlich unten wieder durch. Ah ja, krass. Ja, und das ist jetzt so mein Nachtwerk. Halt ein bisschen Rohstoff abbauen. Bis jetzt ist es eigentlich schwerpunktmäßig in Stein und Sand gewesen. Für Betonmischerei. Jetzt, wo das Eisen wieder ein bisschen kneben wird. Dann will ich noch einen grossen Stil Eisen abbauen. Ja, das mache ich jetzt den Rest von der Nacht. Und da das jetzt nicht wirklich so interessant ist, mir zuzuschauen, mich hier oben anpicken. Würde ich sagen, tue ich doch die Episode auch wieder beenden. Ja, also das war mal etwas anderes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.